Ranger. Hast du noch Platz frei auf deiner Bank? Muss mal kurz gucken, wie spät es ist. Achso, so dick ist eben noch nicht, oder? Da hätte ich ja noch nicht hingepasst. Ich schon mal eine Bank gefunden, aber. Ah, hey, guck mal hier. Bin gespannt. Mit der Macht, Cäsar. Immer sagen, wir müssen da mal hin. Ich weiß ja nicht. Ja, manche von denen schleichen aber trotzdem schon so rum wie Zombies, ne? Schlecht aus. Wie hast du mich erwischt? Was? Ich... Oh, shit. Ich... naja... Keine Sorge. Mann, verdammter Mist. Oh Gott, nein. Security. Keine Bewegung. Also. Wenn das nicht der Galbank-Held ist. Und wen haben wir hier? Für einen späten Spaziergang bist du ganz schön bewaffnet. Ich gebe auf. So ist's recht. Jemand hat mich vor heute Nacht gewarnt. Hatte die kleine Annie etwa tatsächlich recht? Annie. Für mich war es bislang immer nur eine Plage. Ich komme jetzt klar. Aquila City dankt dir erneut. Und danke Annie von mir. Oh Mann, damit wird sie in 20 Jahren noch prahlen. Niemand rührt sich! Soll ich meine Knarre einstecken? Ja, aber jetzt... Aber jetzt haben wir das geklaut, soll ich eine Tasche oder nicht? Eigentlich ich kannte mal jemanden, der in Cydonia Minor war. Ist mit roten Augen zu reden. Die Leute lästern gern über die Varun-Fanatiker. Boah, das hat sonst immer geleckt. Wisst ihr das noch? Einfach nur cool. Bin ich beeindruckt, dass du jetzt vollwertiger Ranger bist. Na Mama. Entschuldigung. Kann ich was für dich tun? Hast du den Dieb geschnappt? Hat es geklappt? Stimme. Annie, warum bist du noch wach? Du solltest längst schlafen. Du warst an einer Schießerei. Mom, ich muss es wissen. Welche meinst du? Du hast ihn erwischt, oder? Scheiße, oder? Diego, wie machst du das? Oder? Was? Leute? Ich wusste es. Annie L. Wilcox, was hast du angestellt? Sind etwa alle wahr? Ich habe dir von dem Laredo-Dieb erzählt. Tja, und wir haben ihn geschnappt. Rangers, wie? Das war echt? Klar, Mom. Hab ich doch gesagt. Sie sagt die Wahrheit. Das ist kein Witz, oder? Nee. Ich... Mann, oh Mann. Ja. Annie, wir reden später darüber. Ich bin stolz auf dich. Aber du musst aufpassen. Ja, Mom. Ich werde die beste Ranger-Überwachungshelferin aller Zeiten. Danke, dass du ihr und bei all dem geholfen hast. Das ist für dich. Großer Gott. Ich werde mal die jüngste Ranger-Auszubildende aller Zeiten.
Oh, Schatz. Cool. Hat Orton dir schon den Bericht geschickt? Dreimal darfst du raten. So Schnuckis. Wundert mich nicht. Papierkram ist nicht gerade ihre Stärke. Hey, hallo. Regeln befolgen auch nicht. Vielleicht war es ein Fehler, sie mit an Bord zu holen. So, da war auch noch. War jedoch noch eine Quest. Jetzt habe ich hier noch eine Quest gefunden für Aquila City. Ja, machen wir erstmal weg. Familie helfen. Die wohl Startschwierigkeiten hat oder so. Danke, dass du meinen Mann gerettet hast. Hey, wer ist denn der? Wo bist du denn jetzt? Guck mal. Ach, das war doch die, die das letzte Mal den Mischer repariert hat. Ihren Mann habe ich auch schon gerettet. Wahnsinn. Mal sehen. Das ist der Mann. Hat er mich nicht gerettet? Ich dachte, ich rette dich jetzt vielleicht erst. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ich dachte, die Shaw-Bande tötet alle Geiseln in der Bank. Du warst unglaublich. Danke. In der Bank. Hey. Das ist keine Schande. Oh. Ohne dich hätten wir nicht überlebt. Es tut mir leid. Ich habe nichts. Absolut nichts. Wir sind von Cydonia hergezogen. Wollten ein besseres Leben. Da muss ich auch noch hin. Ich glaube manchmal, ich bin verflucht. Damit könnte ich leben, wenn ich alleine wäre. Aber Simone? Und die kleine Liv? Und die kleine Liv, die habe ich noch nicht. Die will ich auch mal sehen. Kleine Liv. So viele Leute hier ignorieren, dass wir UC sind. Und sind einfach so. Nett. Eine echte Gemeinschaft. Wenn ich Arbeit hätte, könnten wir hier glücklich sein. Tut mir leid, ich... Freu du dich lieber, was du in der Galebank geschafft hast. Willst du über etwas reden? Ich dachte, du. Ich. Wir leben immer noch von der Hand in den Mund. Es ändert sich nichts, so sehr ich mich auch anstrenge. Es war teuer, herzuziehen. Wir halten uns gerade so über Wasser und können nichts sparen, um Liv eine Zukunft zu ermöglichen. Das passiert schon mal. Ich Idiot dachte, es ändert sich was. Simone und ich reden kaum noch miteinander. Und Liv, das ist noch schlimmer. Weißt du, was das Schlimmste für einen Vater ist? Wenn das eigene Kind einen bemitleidet, ja, dann weiß man, man ist komplett am Boden. Das glaube ich. So. Wir leben schon zu lange von Almosen. Ohne das Unterhaus. Naja, es gibt da schon etwas. Aber es ist verdammt viel verlangt. Ich habe eine Summe im Kopf, aber ich sage jetzt sind erstmal nicht welche. Ich habe heute auch wieder meinen sozialen Tag. Meinst du es wirklich so? Ich will dir helfen. Jawohl. Auch wenn es übel aussieht, gibt es hier doch viele gute Menschen. Ich dachte, was zu tun ist. Meine Frau Simone hat eine Cousine. Milena Axelrod. Im Grunde war sie mir immer egal. Aber ich weiß, dass sie auf ihren Transporten manchmal hier vorbeikommt. Milena gehört zur Familie. Vielleicht würde sie uns helfen. Ich brauche einen Job. Und ich tue alles. Naja, alles, was legal ist. Das ist schon mal gut. Milena gehört zu den United Colonies, so wie wir. Sie hat in Aquila City eigentlich schon genug Probleme. Ah, das sind natürlich. Du bist die Antwort auf unsere Gebete. Milena hat Simone gestern kontaktiert. Sicher ist sie noch im System. Ein Funken Hoffnung ist schon viel. Grüß dich mit Milena. Bin ich mal gespannt. Ich hatte solche Angst. Auch Simone.
Kopf hoch, Mädchen, Kopf hoch. Opa Meier ist dabei. Ich bin ja Frisier. Ich bin ja Frisier. Ey, manchmal weiß ich selber nicht mehr, wer ich bin, wa? Und ich weiß ja auch nicht, welcher Wochentag ist. Das ist ja auch scheiße. Ist doch egal. Hauptsache nett sein, oder? Wow, wow, wow. Was? Was? Manchmal machen wir die Leute... Da drüben. So. Tourist? 3 Minuten, bevor der Geruch seine Wirkung zeigen wird. Ah. Und verfälscht das Stretch in den nassen Löchern da drüben. So machen. Solange die Leute sich von Eggie fernhalten. Wo ist die denn? Um den Zaun da rumlaufen, also Grace. Ey. Also, wie doch. Wir Knochen gebrochen. Ne. Gut. Zum Schiff. Mann, ich dachte, ich kann hier noch helfen und eine Quest irgendwie. Oder ist das gar nicht unser Schiff? Oder ans Ziel führt. Doch. Ich wollte eigentlich noch nicht weg, aber nix. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo es hingeht. Verdrehen. Habe ich noch nie geguckt. Vielleicht auch mal schlecht, ein eigenes Schiff mal hier auch zu gucken. Ne? Okay, kannst du auch raus. Ja? Ach, dann sind sie wieder. Jetzt wend mir nicht bitte nicht schon wieder den Weg rum, ne? Scheiße. Och, da war nur Filter, oder was hast du gesehen? So muss man eine Treppe hochgehen. Da würde ich nur meine Belegschaft mal zeigen. Vasco, bleib schön. Ja. So wie du bist. Mann. So, ich schau dann mal, ich mache erstmal einen Break, dann schauen wir mal, wo wir überhaupt hin müssen.
um der Familie Jansen zu helfen, ne? Bis gleich.